Abundance, Selbstwert und Geld, Lichtfluss. In diesem Young Living Spirit wollen wir ganz viel Licht in das Thema Geld, in das Thema Geldfluss bringen. Dass wir das verwirklichen für uns, dass Geld eine Form von Energie ist, dass das Empfangen und Geben wie das Ein- und Ausatmen ist und dass wir das voller Liebe, voller Dankbarkeit und voller Achtsamkeit leben dürfen. Das Öl dazu ist Abundance. Abundance steht für Fülle und Reichtum und das ist ein Öl, was unseren Magnetismus stärkt, was unsere Ausstrahlung stärkt. Es gibt viele Anwendungen damit. Schau dir für diese Möglichkeiten das Video, was ich hier drunter verlinke, an. Wir wollen eine ganz konkrete Anwendung machen. Es geht um das Thema Geld auf ganz göttliche, lichtvolle Art und Weise. Diese zwei Wochen wirst du alle Geldscheine, die zu dir fließen und die in die Welt weiter wandern dürfen, segnen mit dem Öl Abundance. Dazu nimmst du 1 bis 3 Tropfen auf deine Handfläche. Das ist übrigens bräunlich, weil unter anderem Patchouli mit drin ist, auch Zimt. Das sind teilweise historische Öle, die damals schon für Reichtum und Fülle standen. Das verreifst du 3-mal rechtsdrehend und du legst dir vorher Scheine parat, die du in deinem Portemonnaie hast, die du in deinem Spardöschen hast, je nachdem die Bargeldscheine, die du hast. Diesen Monat oder diese 2 Wochen wird alles Bargeld, was in deinem Haus ist, auf diese Weise gesegnet. Wenn du sie dir parat legst, legst du die Brücke nach oben oder auch sonst in dein Portemonnaie, denn das steht für diesen Fluss des Geldes. Und du nimmst zunächst die Scheine und verreibst mit den benetzten Handflächen den ganzen Schein, sodass er leicht duftet. Und leicht benetzt ist mit dem Öl, aber nicht total bräunlich wird. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und so nimmst du auch die nächsten Scheine. Und es ist egal, ob es ein großer oder ein kleiner Schein ist, also auch 5-Euro-Scheine. Es gibt diesen schönen Spruch, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Und für mich reicht meistens so eine Abundance-Füllung zwischen den Händen für 5 Scheine. Und dann nehme ich mir was nach, wenn ich mehr Scheine habe und benetze die dann auch. Ich setze mich an einen ruhigen Platz, bei mir ist es der Meditationsplatz, habe diese Scheine vor mir liegen. Und nachdem sie benetzt sind, gehe ich in die Meditation, nehme den Schein, und das machen wir jetzt eben in den 2 Wochen, dass wir den Schein zwischen die Hände nehmen, ans Herz halten und das Geld segnen. Du wirst spüren, was bei dir kommt. Das könnte sein, die Dankbarkeit, wie dieses Geld zu dir geflossen ist. Du kannst visualisieren, wie dieses Geld lichtvoll in der Welt weiter wirken kann. Also für wundervolle Anwendungen, für nachhaltige Dinge in der Welt. Du kannst aber auch spüren, wie alles, was zum Beispiel nicht so gut war, von diesem Schein befreit wird, nach oben ins Universum. Letztendlich geht es darum, dieses reinzuspüren, Danke zu sagen und damit auch dein Wirken in der Welt zu verstärken, deinen Selbstwert zu verstärken, zu spüren, dass du es absolut wert bist, dass dieses Geld zu dir fließt, auf welchem Weg auch immer, dass das Geld kreativ zu dir fließen kann. Und bei dem Weiterfluss wirklich zu spüren, wow, dieses Geld geht lichtvoll und achtsam in Hände von Menschen, die damit genauso liebevoll wirken können in der Welt. Und das ist global gesehen eine absolut kraftvolle und wichtige Anwendung, da es, wenn das viele Menschen machen, tatsächlich transformativ für das Energiesystem Geld wirken kann. Und gleichzeitig kann es auch dein Verhältnis zum Geld und auch das Thema Selbstwert absolut stärken, dieses Empfangen zu erlauben, aber auch achtsam und bewusst Geld auszugeben. Und du wirst merken, wenn dieses Geld gesegnet ist, wie schön es sich anfühlt,
dieses Geld weiterzugeben, aber auch, wie bewusst du dieses Geld weitergeben wirst. Dass du vielleicht bei manchen Dingen, die du einfach mal so nebenher kaufst, merkst, eigentlich jetzt gerade sind die nicht dran und bei anderen dir das erlaubst, dieses Geld auszugeben. Was deine Erfahrungen damit sind, das darfst du gerne unter diesem Video teilen in den Kommentaren oder mir auch persönlich eine E-Mail schicken. Zusammengefasst nochmal, das Öl Abundance für diese 2 Wochen, alle Scheine, die in deinem Haushalt sind, zu dir kommen, zu verschiedenen Zeiten. Das kann sein, dass das alle 2 Tage passiert, dass du dich hinsetzt. Das kann sein, dass du einmal in der Woche dich hinsetzt. Das ist ganz egal. Wichtig ist, an einem ruhigen Ort, dass du tief in die Stille gehst und dass du ganz bewusst das Geld segnest. Ich habe dazu eine Meditation aufgenommen. Es lohnt sich, diese wenigstens einmal zu machen, weil ich da ganz viele verschiedene Aspekte anspreche. Du kannst die jedes Mal für dich nehmen und mit dieser Meditation dort hineingehen. Oder du nimmst es einfach einmal, um Impulse mitzunehmen. Oder du gehst ganz kreativ, intuitiv deinen eigenen Weg. Damit wünsche ich dir wirklich eine ganz besondere Zeit. Ich finde, dass das eine absolut transformierende und wertbringende Anwendung mit Abundance ist. Das geht viel tiefer, als einfach mal einen Tropfen ins Portemonnaie zu tropfen. Denn das, da sind wir aktiv beteiligt. Da gehen wir ganz bewusst und ganz liebevoll in diese Energie hinein. Das war's zu dem Young Living Spirit. Alle wichtigen Links sind unter dem Video. Und ich wünsche dir viel Freude. Anfang Februar kommt dann auch das Monatsangebot wieder als Video. Das wirst du auch dann finden.